Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin's, euer Doomsday. Willkommen zur zweiten Folge von Resident Evil Village. Wir sind letztens hier stehen geblieben, als man so eine Panikattacke kriegen sollte an der Stelle, die ich beim ersten Mal auch hatte, jetzt nicht. Und wir haben eine alte Frau gesehen und da gehen wir jetzt mal hin zu ihr. Let's go. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch irgendwas looten kann. Das habe ich bei meinem Einblick schon gar nicht geguckt. Ich gucke mich nochmal um. Sagt denn die Karte? Hier in dem Gebäude ist zum Beispiel noch rot. Dem hier, oder? Nee. Dem hier. Das heißt, ich habe hier irgendwas übersehen. Gucken wir nochmal nach. So. Was habe ich denn hier übersehen? Ey. Darf ich hier nicht mal rein? Hallo, lass mich hier rein. Tür kaputt machen. Scheinbar komme ich hier nicht mehr rein, oder? Von unten? Ja, stimmt, da war eine Treppe. Ah, hier haben wir zum Beispiel noch was. Treppe. Leider meine ich natürlich. Okay, das war's. Hab nur Schrott liegen lassen. Und den Re. Hä? War das nicht eben blau? Okay, hab ich den falschen ausgeguckt. Hier liegt noch irgendwas. Schauen wir nochmal nach. Jetzt, wo wir gerade Ruhe haben, können wir auch ruhig mal hier ein bisschen umgucken. Die haben ja einen so gestresst. Da habe ich doch was gesehen. Da. Kraut. Immer noch rot. Munition. Jetzt ist aber blau. Alter, können wir jetzt auch hier aufmachen. Falls ihr Tipps habt und so, könnt ihr das gerne sagen. Nur ich würde gerne keine Spoiler lesen wollen. Ich lese auf jeden Fall die Kommentare, wenn welche kommen. Aber bitte keine Spoiler. Ich weiß, viele YouTuber haben das Spiel schon durchgespielt, aber ich möchte es für mich gerne erleben. So, da haben wir jetzt alles. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Halt. Hier oben ist das Haus, ist noch rot. Ah, da brauche ich einen Schlüssel oder sowas. Den habe ich leider noch nicht. Sieht man hier irgendwas? Ja gut, weiter geht's. Im Leben wie im Tod preisen wir. Hallo? Es ist gefährlich. Hier draußen. Was zum... Hey, hören Sie mich? Ja, Sie sind es. Der Vater des Kindes. Kind? Moment, meinen Sie Rose? Ist sie hier? Rose! Rose! Ja, sie ist in großer Gefahr. Seit Mutter Miranda sie ins Dorf brachte, macht Finsternis sich breit. Was meinen Sie? Die Monster? Die Glocke verkündet Gefahr. Sie kommen! Nein, halt! Wo ist Rose? Wer ist Mutter Miranda? Das Läuten ist unser Zeichen. Sie kommen zurück! Rose ist hier? Nach Rose suchen. Was stimmt mit der nicht? Gott. So, genau. Hier war links. Konnte ich auch rein. Da war auch was zu finden. Den Abschnitt habe ich ja auch noch alles gespielt. Hier brauchte man auch, glaube ich, einen Dietrich. Genau. Oh, große Lycans, sagenhafte Wolfsmonster von einst. Möget ihr kommen und uns euer Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Oh Gott. Akten finden Sie im Tab-Notizbuch. Ja. Ja, das ist ja die... Was man halt alles erlebt hat und das Tutorial im Prinzip.
Unterirdische Gänge. Gebäudepläne. Okay. Chemikalien. Was hat eigentlich meine Gesundheit? Ah. Ja, nicht so geil. Können wir ja mal herstellen. Munition habe ich eigentlich im Moment echt gut. Kann ich mich nicht beklagen. Das können wir nochmal nachladen. So, mehr war jetzt hier auch im Moment erstmal, glaube ich, nicht. Irgendwas? Nein. Was? Karte? Ah ja, weiß ich doch. Wir sollten ja zu... Ich habe den Namen vergessen, zu ihrem Haus. Aber erstmal gucke ich mich nochmal um, damit ich Materialien finde fürs Craften und so, ne? Hier war nix. Also ich lasse mir Zeit mit dem Spiel. Man sagt auch ungefähr so zwischen 10 und 13 Stunden hat man ein Spiel durch, habe ich gehört. Mal sehen, ob ich die Zeitspanne auch einhalten kann, aber wenn nicht, dann nicht. Resident Evil 3 hatte ich ja auch schon so schnell durch, deswegen muss ich das nicht auch nicht so schnell durch haben. Wir opfern diese Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seine Bewohner. Wer sich zerstört, dem möge der Zorn Mirandas ereilen. Echt? Oh. Zyniker. Zerstören Sie eine Wächterziege. Okay. Ach, das sind Sammelobjekte. Oh, hier, warte mal. Ja. Die geben nämlich auch Geld. War ein guter Schuss, nur ich werde leider an die Leis nicht rankommen. Nope. Ja gut, wenn wir hier zum Schloss. Müssen wir ja. Was haben wir hier? Kraut nehme ich mit. So, wir gehen jetzt noch mal, da war der Dietrich. Hier rein. Hier war das erste Teil, genau. Genau, hier war, sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finden die zwei Relieffragmente. Eines ist in der Kirche, eins bei Luisas Haus. Genau. Das, da waren wir auch noch beim letzten Mal. Oh, hier ist eine Schreibmaschine. Kann man mal speichern. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, Liz Haus war das hier, gell? Genau. Das heißt, wir gehen da jetzt raus. Ach ja, hier. Ah, hm. Hier sind wir nicht allein. Eine Mine. Stimmt, die habe ich letztens gar nicht ausprobiert. Das können wir ja mal ändern. Ah, Steuerkreuz nach unten. Geht die auch bei mir hoch? Ey, Kollege, komm mal her. Nicht wegrennen. Komm her. Wo bist du denn? Da. Komm her. Das dürfte wehgetan haben. Aber ich weiß, dass hier noch einer ist. Thank you.
Guten Tag. Wow. Bitte, Gil. Wo war noch einer? Hat nicht drei. Tatsache. Yep, es waren drei. So. Schließen Sie die Tür. Bitte. Hey, was machst du hier? Stehen bleiben. Bitte, tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Sei still. Er ist keiner von uns. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde schon einen Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Luisas Haus schon zu. Gab's hier was? Nein. Das war hier, genau. Da musst du, glaube ich, über eine Mauer springen, das weiß ich noch. Luises Haus war das hier. Ich glaube, irgendwo hier drüben. Kämpfen. Oh, da benutzt viel Munition. Oh, wie viel ist denn das denn? Wait, warte mal. Luisas Haus. Da. Hier ging's nicht, oder? War das nicht das hier? Mal gucken. Ich will jetzt ungern meine ganze Munition bei dir verballern. Ja, hier rechts ging es ja auch nicht lang. Nee, es muss über den Hof gewesen sein. Ganz schön hartnäckig. Genau. Und schnell sind sie vor allen Dingen. Hier geht's aber nicht weiter. Bin gerade verwirrt. Na, warte mal. Ich glaube, ich weiß es wieder. Ich töte. Gar nicht. Hä?
gerade gefragt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, hier, oder? Ach, ihr geht mir auf die Eier, Mann. Weiß sie wegen nicht mehr, verdammte Kacke. So, jetzt nochmal in Ruhe gucken. Also. Hier ist dicht. Hier war auch dicht. Ich kenne die jetzt, das ist auch falsch. Da ging's zum Schnee. Was war denn hier? Das war doch nicht so weit weg, das war doch eigentlich übelst nah, oder? Irgendwo eine Tür übersehen? Hier! Ja, da komme ich ja von da nicht durch, weil hier ist ja blockiert. Ich gehe nochmal da hin. Schub's nicht, ich habe Joghurt im Rucksack. Ich bin gerade optimal verwirrt. Oder muss ich die echt umschlagen? War jetzt schön Munition verballert, aber hey, immerhin Geld bekommen und sogar noch einen Kristallschädel. So, halt. Können wir noch ein bisschen Munition herstellen. Ja, okay, haben wir sogar mehr als vorher hatten. Ich glaube, ich musste die nur loswerden. Kann das sein? Durch, Vater. Ach Gott. Oh, Leute. Ich bin so doof. Wir müssen etwas unternehmen. Ich bin so doof. Ja. Jetzt kommt der Punkt, also jetzt ist der Punkt erreicht, wo mich auslachen dürft. Ich hab's nicht gesehen. Naja, haben wir ein bisschen Geld eingesackt. Wie viel habe ich denn? 1670. Und ja, wir haben zwar ein bisschen Munition verballert, aber nun gut. Passiert. Ob das jetzt dumm war oder nicht, das könnt ihr entscheiden. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Gern geschehen. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Tut mir leid. Hier sind wir sicher, oder? Sicherer als da draußen auf jeden Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Wir müssen ins Haus. Ja, ich komme ja schon. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf, ich bin's, Elena! Sei still. Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ein Freund. Hau ab. Vater, um Himmels Willen, lass uns rein. Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los?
Die wollen, dass wir einen Sterbenden in unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh! Tja, wenn Elena dir vertraut, dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Warte hier, ich sehe nach den anderen. Ja, ich speichere dann mal. Wie lange habe ich denn schon? 53 Minuten. Okay. Luisa, Sie haben schon wieder Vieh gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich von uns abgewandt? Ja, wahrscheinlich. Hier sehen wir Fotos von der Stadt. Sehen wir von dem Dorf. Hier lang. Warte, ich will erst die Bilder angucken. Okay, fertig. Komm rein, die anderen warten. Wer zum Teufel ist das? Ein Fremder? Du bringst uns doch alle um! Anton, bitte! Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, Ethan, setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen Dorf? Alle Überlebenden? Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt! Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen! Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann! Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und... Wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja. Kommt. Kommt her. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Gut, der Tee ist fertig. Komm, hilf mir, Elena, ja? Das Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Hast du sie noch alle? Leonardo, was ist? Geht es dir gut? Nein!
Hey, hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot. Lass mich in Frieden! Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Ja, wir wissen ja, dass der Mann das überlebt hat. Wir müssen hier raus. Wie auch immer. So, genau. Wir müssen jetzt hier erstmal in der Küche was finden, aber ich will nochmal woanders gucken, ob ich hier nochmal irgendwas finde. Da geht's nicht. Kraut, nehme ich mit. Genau, weil wir müssen ja den Autoschlüssel finden. Oh, 500 Geld. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Genau, der war hier. Und zack. Da habe ich erst gedacht, dass ich das Ding benutzen könnte als Dietrich, aber da war ich wohl fehlgeleitet. Oh, wo finden Munition? 2 Schuss? Naja, nicht gerade viel. So, mehr ist hier im Moment auch nicht. Ich kann ja auch noch aufmachen, da ist nichts. Gut, dann auf zum Auto. Mist, das Feuer breitet sich aus. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Ich versuch's nochmal. Das Feuer! Wir haben keine Zeit! Daneben nach oben. Komm hoch! Schnell! Schnell weiter! Durchhalten! Und atme nicht den Rauch ein! Wieso ist der Wagen eigentlich nach rechts gefallen? Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Komm, es hält. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Wie lebt er noch? Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena! Er hat mich erkannt. Vater! Du bringst dich noch um! Nicht bewegen! Los! Nimm meine Hand! Geh, Ethan! Rette deine Tochter! Elena! Du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair.
Ja, wer in deiner Nähe ist, der hat's nicht einfach, mein Freund. Gibt's hier eigentlich noch was? Nee. Ich versteh's nicht. Das, was du jetzt mit deiner Hand machst, solltest du nicht machen. Mit der linken. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Au. Fuck! Ja, anscheinend geht's von vorne los. Da geht's nicht mehr weiter. Gut. Jetzt können wir ins Schloss gehen. Denn wir haben ja den Schraubenzieher bekommen und damit legen wir jetzt dieses kleine Gitterchen auf. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Was war das? Das war Mutter Miranda. Hier war ja auch alles, ja. Ich sehe gerade, dass da noch was war und da war ja anscheinend auch noch nicht. Was war das hier, gell? Ah, da kam ich nicht rein in das Haus. Ah ne, war einfach da unten. Das da. Da liegt noch Schrott, das ist immer gut. Oh. Ganz wichtig. So, hier ist auch noch was. Okay. Das habe ich schon da schon wieder übersehen. Schrott. Hier liegt noch was? Hä? Was soll hier noch liegen? Auch hier? Okay. Also ich habe auf jeden Fall schon mal mehr Munition, als ich bei meinem Einblickvideo hatte. Trotz, dass ich vorhin hier so viel rumgeballert habe. Der Tod. Ja. Der Tod findet sie alle. Crazy old woman. Oh, gehen wir mal auf ins Schloss, ha? Jetzt, wo wir alle beide haben. Dämonen. So. Nein, nicht ganz. Guck gerade mal, ob ich doch irgendwas machen könnte. Was war denn das hier? Das ist rot. Okay. Da habe ich den Dietrich noch nicht. Hier brauche ich Schmiede eiserner Schlüssel. Da komme ich nicht rein. Hier, aber auch Schlüssel. Hier ist ein Vorhängeschloss. Hier könnte ich eigentlich hin. Kam ich da jetzt nochmal hin? Nee, gell? Nicht hier durch. Der Weg war mir, glaube ich, versperrt, oder? Aber wir kommen sowieso später, glaube ich, noch hierher. Von daher, guck mal später nach. Gehen wir erstmal weiter. Nur Blut und Tod. Na dann. Wenigstens einmal Geld. Dann kommt ja dann der Händler, der so scheiß teuer ist, ne? Von der anderen Seite verschlossen. Genau, die Tür konnte ich nämlich beim letzten Mal nicht überprüfen. Jetzt können die es.
denn wir bekommen jetzt neue Gesellschaft. Sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. Magneto für Arme. Aber sie finden alles aus, als echt normal. Hör auf zu jammern, wir sind fast da. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu und ich verspreche euch, dass man ihn nicht Du musst mich sehen! Du meinst... Schnauze alle beide! Ihr wollt doch bloß allein mit ihm spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert. Ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd noch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Hey, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du machst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf, vier, drei, zwei, eins, Showtime! Oder was wir machen müssen, wissen wir ja. Verfluchter Mist! Gut so. Lauf um dein Leben! Weiter so, Ethan! Über dich sind also wahr. Ja, und hier ist die Stelle, wo ich im Einblickvideo viermal gestorben bin.
Oh, du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Und jetzt wird es Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Hahaha! Geht doch nichts über frisches Hackfleisch! Diesmal nicht. Das war knapp. Ja. Warte, haben die vielleicht Rose? Wahrscheinlich. Ja, diesmal war ich vorbereitet. Auch nur, weil ich es viermal erlebt habe. So. Dann kommen wir jetzt wieder in den Raum, wo Heisenberg uns eingesackt hat. Dann kommen wir ins Schloss. Da habe ich noch ein kleines bisschen gemacht und dann ist für mich alles blind. Interessant, dass wir jetzt auch wieder alles haben an Waffen und so. Sehr interessant. Aber vorher konnten wir es nicht benutzen, unsere Hände waren ja gefesselt. Hier war nichts, nein. Hier ist auf jeden Fall noch was rot gewesen. Irgendwas habe ich übersehen. Ah ne, das war der Raum, wo die Familie war. Okay, kommt man wahrscheinlich auch nochmal hin. Der zweite Schuss war nicht geplant. Auch noch ein bisschen Geld eingesackt. Dann kommen wir jetzt zum Händler, zum Duke. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Du möchtest etwas kaufen? Ja, das ist der Shop. Ankauf, was habe ich denn hier so? 3 Stück habe ich davon. Kristalliner Schädelschatz. Kristalline Überreste einer scharfzähnigen Kreatur. Wertvoll. Erste Hilfe. Ich werde das mal noch aufheben. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an. Tausend. Für einen Schuss oder was? Das ist echt so teuer. Werkstatt. Könnten wir die Pistole verbauen? 6000 kostet das. Was? Also verdammt teuer. Au revoir. Ja, mach's gut. Hals ab, Schnader, du. Schloss Dimitrescu. Könnte Rose hier sein? Hier war auch klar, ja genau. Hier war noch Geld. Das geht noch nicht. Januar, Redneck, Lieferung, ein Mann, 3 Frauen. 28. Januar, Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke, Geschäftsgespräch. Okay. Stimmt, warte mal, hier unten war doch gleich auch ein Speicherpunkt, oder? Hier ist nichts drin, ne? Okay. Genau, hier war glaube ich genau. Das sehen wir dann in der nächsten Folge.
was es hiermit auf sich hat, denn ich werde jetzt die Folge hier beenden. So, wir machen mal noch sicherheitshalber einen zweiten Spielstand. So. Ja, das war's mit der Folge zu Resident Evil Village. Wir sehen uns dann bei der dritten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein. Euer Doomsday bei DGV.